So Leute, was geht ab? Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Isaac Afterbirth Plus. Ja, wir nähern uns langsam dem Ende. Also es ist noch ein bisschen was zu tun, keine Frage. Wir werden wahrscheinlich auch noch ein bisschen daran hängen. Aber wir nähern uns so langsam, aber sicher dem Ende. Ne? Wir haben letzte Runde mit Apollyon alles fertig gemacht, nämlich den Gridia Mode haben wir geschafft. Und haben jetzt also wirklich nur noch mit Lilith die Void Zone. Oh, da freue ich mich auch schon richtig drauf. Mit Lost den Cash-Mode, also Greedia-Mode. Mit Keeper den Greedia-Mode und Void. Und das war's so ziemlich. Es säße noch Greedia. Und das war's dann. Dann haben wir alles. Ich würde sagen, wir machen heute mal mit Azazel den Greedia-Mode. Ich finde es sehr schade immer noch, dass man so, naja, ich sag mal, so schlechte Items irgendwie freischaltet. Boah, das ist eigentlich ziemlich nice. 5,25 Range-Up. Holy moly, ey. Hör mal auf damit. Das Range-Upgrade ist schon mal ziemlich geil. Die Car-Battery ist auch nicht bad. Wir müssen mal gucken. Haben wir hier noch irgendwas? Nee. Ja, das Range-Upgrade ist definitiv cool. Aber wenn man was mit Azazel gebrauchen kann, dann ist es Range. Weil das hat der Charakter ja so gar nicht. Und bei manchen Gegnern nervt das schon ein bisschen. Heilige Scheiße. What the fuck? Das übelste Mini-Lag, habt ihr das gesehen? Naja, jedenfalls, ja, gab es ja in letzter Zeit weniger Isaac. Habe ich ja schon erklärt, warum, ne? Und jetzt wird es wieder tägliche Dosis Isaac geben. Ich hab Bock. Ich will mich auf jeden Fall auch mal langsam, wenn wir, da freue ich mich nämlich sowieso am meisten drauf, wenn wir mit Isaac fertig sind, dann werden wir Anti-Birth spielen oder die neuen Mods, die es für Isaac gibt, ne? Es gibt ja Mods, die man sich runterladen kann und da bin ich mir noch nicht sicher. Da müsst ihr mir vielleicht mal in die Kommentare schreiben, ob es da irgendwelche coolen Mods gibt, die ich auf jeden Fall mal testen soll. Wenn ihr da irgendwie Ideen habt oder ganz coole Mods in petto, dann müsst ihr mir das auf jeden Fall sagen. Müsst ihr mir auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben. Denn das könnte ich echt gut gebrauchen. Warte mal, wir können mal hier kurz reingehen. Gut, dass wir das geklärt haben. Also wenn ihr da irgendwie coole Mods habt, die ich auf jeden Fall mal testen soll. Ich habe schon gehört, dass es einige gab, bei denen echt alles dann verbuggt war. Das will ich natürlich nicht haben. Aber wenn ihr irgendwelche richtig coolen Sachen habt, die man sich echt unbedingt mal anschauen soll, dann immer her damit, ne? Immer her damit, gucke ich mir auf jeden Fall mal an. Ich bin am überlegen, ob ich die Car Battery wirklich mitnehmen möchte, weil das Ding ist, das ist eigentlich nicht so schlecht. Das Problem ist nur leider, ich weiß nicht, ich habe letztes Mal wieder gemerkt, wie krass wichtig es eigentlich ist, wenn man HP-Upgrades hat, ne? Das ist einfach so wichtig. Du kannst damit so viel machen. Gut, wenn wir jetzt hier... Oh, wow. Ich weiß nicht, beim Head of Krampus bin ich mir nicht so sicher, ob das so worth ist, da den Doppelcharge mitzunehmen, weil das ist nicht schlecht, aber auch nicht so krass. Und mehr Attack Speed brauchen wir auch nicht unbedingt. Ich will mein Gold diesmal oder meine Münzen diesmal echt sinnvoll benutzen und nicht so übelsten Müll. Wir haben jetzt 19 Münzen, das ist noch nicht so viel und die beiden Items fand ich jetzt nicht so krass. Also mal gucken. Wir schauen mal, was haben wir hier? Alles noch nicht so geil irgendwie. Wobei der Magic Scarf ist nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Das ist nochmal eine Range Upgrade. Nochmal 5 Range. Ah, so langsam wird's, ne? So langsam wird's. Ich glaube, ich nehme Magic Scarf mit. Das ist nicht schlecht eigentlich. HP und Luck Up. Definitiv eine Sache, die man gut gebrauchen kann. Ich habe ja schon gesagt, alleine HP Upgrade, weil wir das sowieso brauchen für... Teufelsziels. Und ja, Luck Up ist noch so ein cooler Nebenstat. Alright. Ah, das Range-Upgrade war schon echt ziemlich nice. Oder eher gesagt, die beiden Range-Upgrades, ne?
Dadurch musst du nicht mehr so super nah an die Gegner rangehen. Und läufst auch nicht mehr so Gefahr, sag ich mal, getroffen zu werden. Das ist schon ziemlich nice. Okay, next one. Nochmal einer. Na komm schon. Okay, 21 Münzen. Haben wir hier noch was gehabt? Das ist auch wieder totaler Müll, ne? Das ist auch wieder Sachen, die wir nicht brauchen. Ehrlich gesagt, ein bisschen sad, dass wir getroffen wurden. Alright. Campus können wir ja nicht mehr kriegen. Dark Matter ist nicht schlecht. Ein bisschen mehr Damage. Ich bin gerade im Überlegen, brauchen wir das? Können wir eigentlich mal mitnehmen. Ist jetzt nicht so scheiße. Okay, ja. Das sind alles wieder Items, die wir nicht brauchen. Das ist totaler Mist wieder. Und wie gesagt, ich brauche eigentlich mindestens noch einen HP-Upgrade. Ja, dass wir den Geist nicht mitnehmen, ist ja logisch, ne? Der Geist ist doch der totale Müll. Zumindest an der Stelle mit der Säsel. Mein Stuhl fährt schon wieder runter, ne? Ich krieg's Kotzen, du. Ich krieg's Kotzen. Das ist nicht schlecht. Gut, wir haben drei rote Herzen, drei schwarze und ein rotes. Noch ein HP-Upgrade. Nochmal ein paar Münzen, das ist nicht schlecht. Alright. Fliegen können wir auch noch. Okay. Oh Mann. Das war ziemlich bad. Die muss man auf jeden Fall wegkriegen. Wenn man die nicht wegkriegt, dann hat man ein Problem. Dann bist du nämlich ziemlich angearscht. Die ganze Zeit hier rumfliegen, die Dinger. Okay, was haben wir denn hier? Einmal hier. Ipecake, oder? Chemical Peel. Ich weiß gar nicht, wie Ipecac funktioniert mit dem Brimstone-Laser. Okay. Ja. Wir haben ein rotes Herz, das dürfen wir nicht vergessen, ne? Als wäre das nicht schon irgendwie genug. Als wäre das nicht schon genug gewesen, zwei von diesen Viechern in einen Raum zu stopfen. Nein, da muss man vier, muss man da reinstopfen. Okay, Guppy Sairball brauchen wir nicht. Ich würde sagen, wir gehen weiter. Das bringt alles nichts. Ja, wir haben jetzt eine harte Ebene. Womp. Ach, wir haben sogar zwei Herzen. Warum haben wir den zwei? Ach, wir haben uns ja noch ein HP-Upgrade gekauft, stimmt ja. Ja, können wir eh nicht wegwürfeln. Vielleicht haben wir einen guten. Was war das denn nochmal? Super Magnet. Noch ein HP-Upgrade. Ein Schlüssel. Ich weiß nicht. Ich bin eigentlich echt ein riesen Fan von den HP-Upgrades. Book of Belial. Puh, das ist echt so eine Sache. Ja, ey,
Das sind so Gegner übrigens, die sind richtiger Cancer für mich. Ja, danke. Danke für nichts. Oh, das war ziemlich dumm, das mitzunehmen. Vor allem, weil wir jetzt den Held of Krampus nicht aufladen können. Ja. Jo, danke für nichts. Alter, die Gegner, ne? Was haben wir hier? Boah, Junge. Junge, ich hasse die Womp wie die Pest, ne? Ja, leider haben wir nur Shot-Items. Ich glaube nicht, dass wir es heute schaffen, Leute. Wir können theoretisch nochmal einen neuen Run machen. Ich glaube, das ist sinnvoller. Wir bräuchten jetzt schon mega geilen Stuff. Wir haben leider nicht die coolen Sachen bekommen, die wir brauchen. Leider. Leider haben wir nicht die coolen Sachen bekommen, die wir brauchen. Im Teufelsziel hatten wir bis auf Dark Matter eigentlich nur Müll. Ah, ich glaube, das bringt auch nichts. Binky bringt an der Stelle auch nichts. Ha. Tja. Leider bringt das auch nicht viel, wenn ich ehrlich sein soll. Der Infestation Shot ist nicht schlecht, keine Frage. Okay, das war auch wieder dumm. Aber ich glaube, wie gesagt, das bringt sowieso nichts. Ich glaube, da können wir lieber eine neue Runde machen. Da können wir lieber eine neue Runde starten. Schade, wir hatten eigentlich am Anfang echt gute Items, ne? Aber das ist halt wieder so typisch Isaac, ne? Du kriegst halt am Anfang coole Sachen und danach kommt halt nur noch Müll, ne? Nur noch Müll. Müll, 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 Müll. Das ist halt auch wieder der größte Scheiße. Keine Ahnung. Da kann ich eigentlich jetzt schon wieder neu starten. Ja. Kann ich eigentlich jetzt schon direkt neu starten. Wenn ich im ersten Ebene schon wieder nur Mist habe. So, das ist okay. Na, damit kann ich echt leben. Was haben wir hier noch drin? Können wir nicht mal mit schlafen. Toll. Super. Ganz klasse. Noch ein HP-Upgrade. Nochmal Energiezellen. Naja, gut. Let's give it a try. Immerhin haben wir ein HP-Upgrade bekommen. Was schon mal definitiv nicht bad ist. Wisst ihr, was ich mich frage, warum ich echt so gut wie nie Brimstone kriege? Ich meine, früher war das so ein Item, das habe ich echt irgendwie gefühlt jeden zweiten Run gehabt. Ich glaube, jetzt hatte ich das irgendwie gefühlt in den ganzen Runs, die ich gemacht habe. Zweimal oder so. Das sind ätzende Gegner. Genauso wie die. Weil die nämlich so eine scheiß Schussstreuung haben. Und das ist... ja, Cancer beschreibt es nicht mal annähernd. Der Body. Der Body ist ziemlich gut.
Alright. Okay, das war auch easy. Was haben wir hier? Sacrificial Dagger. Oh, das sind wieder so Items, ne? Da denke ich mir auch nur, warum zum Teufel habe ich so viel Pech? Okay. Gut, gehen wir weiter. Also hat viel mit Glück zu tun wieder, ne? Machen wir uns nichts vor. Das ist ein Range Upgrade, da kannst du dir auch echt schenken, so. Schon wieder Double Charge. Was ist denn heute los? Ich krieg irgendwie immer Double Charge. Warum auch immer.